Seit 7 Spielen sind die Tessiner ungeschlagen. Sie haben in diesem Jahr erst 2-mal verloren. Zudem ist Ludovic Manias verunsichertem Team gegen Lugano in der gesamten Saison noch kein einziges Tor gelungen. Der FCZ-Trainer setzt im Tor in der Meisterschaft erstmals von Beginn an auf Andris Vanins. Und der ist nach 7 Minuten gefordert. Lavanchis Abschluss jedoch nicht zwingend genug. Lugano in der Startphase mit mehr Spielanteilen. Die Verunsicherung beim FCZ spürbar. Fehlpass Mirlin Kriesiu und dann geht's schnell. Carlinhos Junior verzieht seinen Abschluss jedoch deutlich. Dann verletzt sich Hekuran Kriesiu bei diesem Zweikampf. Weiteres Ungemach für die Zürcher, ihn ersetzt Untersee. Lugano hat alles im Griff, bis Ode sich mit einer einzigen Finte Platz verschafft. Sein Schuss noch abgefälscht, Glück fürs Heimteam in der 23. Minute, Dapela ist zuletzt dran. Doch das ist die Ausnahme, mehrheitlich ist Lugano am Drücker. Carlinhos auf Sadiku, Vanins deckt das nahe Eck ab. Kurz darauf Gernt. Auch der sucht Sadiku, aber wieder kein Tor des Ex-Zürchers. Grimmige Miene bei FCZ-Präsident Canepa. In der 33. Minute ein Eckball für die Gäste. Ode verzieht, bleibt aber der Aktivposten im Zürcher Angriff. Aus dem Spiel heraus hat Lugano klare Vorteile. Vecchi tankt sich durch. Seine Flanke auf Carlinhos. Vanins in extremis. Sein Reflex verhindert die längst überfällige Führung des Heimteams. Die 40. Minute. Der starke Vecchi mit dem weiten Ball. Gernt. Und da ist das 1:0 durch Carlinhos Junior. Ein Geschenk für Präsident Angelo Renzetti, der heute Geburtstag hat. Mit weiten Bällen tut sich die FCZ-Verteidigung nicht zum ersten Mal schwer. Gernt und Carlinhos machen das aber auch gut. Da muss sich der FCZ-Trainer für die zweite Halbzeit dringend etwas einfallen lassen. Die Gäste kommen denn auch entschlossener aus der Pause. Marquesano legt zurück auf Domjoni. Da kann Baumann sich erstmals richtig auszeichnen. Immerhin ein Lebenszeichen vom FCZ. Lugano beschränkt sich jetzt weitgehend aufs Verwalten und Kontern. Podani verliert das Duell gegen Kriesiu, doch da braust Lavanchi heran. Lavanchi zögert lang. Carlinhos, da wäre mehr möglich gewesen. Eckball Lugano. Sabatini. Und eine weitere Glanztat von Vanins. Der 38-Jährige ist Zürichs Bester. In der Schlussphase macht das Heimteam wieder mehr fürs Spiel und überfordert die Gäste damit. Der eingewechselte Prlek geht komplett vergessen. Das 2:0 für Lugano in der 83. Minute. Vorne harmlos, hinten offen wie ein Scheunentor. Krisensymptome beim FC Zürich. Ein weiteres Beispiel gefällig. Ein einziger Pass von Botani hebelt die gesamte Abwehr aus. Carlinhos Junior mit seinem zweiten Tor in der Nachspielzeit. Der Sieg fällt um kein Tor zu hoch aus. So können Renzetti und Celestini einander schon vor dem Schlusspfiff herzen, während für Manje guter Rat teuer ist. Der FCZ steckt mittendrin in der Misere. Das ist nicht mehr zu übersehen.